So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Unity. Ja, dieses freundlich uns entgegen fast schon lächelnde Gesicht haben wir in der letzten Folge kennengelernt. Pierre Billig ist ein Assassine und kannte auch unseren Vater. Und wie haben wir den Pierre Billig denn kennengelernt? Natürlich im Gefängnis, denn ja, der gute François de la Serre wurde nämlich ermordet. Und wir waren halt, ne, am falschen Zeitpunkt zur falschen Zeit. Ne, am falschen Ort zur falschen Zeit. Und wir wurden des Mordes an François de la Serre bezichtigt und sind dadurch ins Gefängnis gekommen. Aber ich glaube, in dieser heutigen Folge werden wir aus dem Gefängnis ausbrechen. So, versteckt betreten. Mal schnell! Du da drin! Hör auf damit! Hör endlich auf! Ach, schütten wir die Wache. An die Wand! Ich hab dir gesagt, das geht schief. Ruhe! Skrug! Gefangene! An die Wand! Boah! Gut, verschwinden wir aus dem Dreckloch. Irda, halt! Was auch passieren mag, bleib bei mir. Oh. Okay. Oh Gott, die arme Frau. Haltest du mir noch vom Leib, Pisspot? Sollte mich einer abmoxen, werde ich dich als Geist haben. Ach, leide! Das Gesetz ist unermüdlich! Ihr werdet sterben! Packen sollst du kriegen! Wo willst du? Auf ihn! Hallo, ich bin hier. Verdammt, einfach verschwunden. Ich bin hier. Hallo! Jetzt hab ich dich! Wo ist denn der? Billig, ist die Tür offen? Wir haben ein Problem. Jetzt gehörst du mir. Reizend. Gut, hätte ich ja. Ja, na ja, gut. Das wird man aber auch immer erst vorher. Kein Problem, ich hab dir nur Zeit. Oh. Ich bin ja schon da. Hi, guck doch mal. Kein Problem, lass dir nur Zeit. Das kann nicht euer Ernst sein. Ah! Ach so, Moment. Oh. Was war aber denn jetzt? Durch das Fenster. Komm. Durch welches Fenster? Okay, Fenster. Durch dieses. Nein! Arno! Arno! Hier! Oh, Heilige! Nein! Oh, ey, Arno! Das soll. Ja, das ist wirklich. Die Kameraführung ist. Tribian. Entschuldigung. Oh! Nein! Oh, no, Dorian! Oh, 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 oh! Oh nein! Schloss knacken! Ach du Heilige! Hier lang! Feuer! Feuer, verdammt! Halte die Gefangenen! Was zum Bürger? Wo es gerade lustig wird! Oh! Was, ich will. Was ist das denn für ein Akzent? Hab eh gedrückt! Los! Amo, Dorian! Eisenkohl Level 2! Und jetzt? Brillant! Und wie kommen wir wieder runter? Vertrau mir!
Ach, der ist da oben. Hier durch. Naja, ich komme ja schon. Nur gerade ein kleines bisschen, ja, schwierig. Cimarrant! Cimarrant! Okay, gut, den lassen wir mal. Boah, Gott, die Arme. Worauf wartest du, Pisspot? Zeit zu springen. Was? Der Kerker hat dir den Verstand geraubt, alter Mann. Das hat der Alkohol schon vor langer Zeit erledigt. Jetzt hoch mit dir! Ich kann... Das ist unmöglich! Unmöglich? Das muss jeder Assassine können, Junge. Wenn du den Kopf aus dem Arsch bekommst, dann komm zu uns. Du passt gut zu uns. Bis dann, Pisspot! Du, zurück von der Kante! Zurück von der Kante! Merde! Ja. Oh Gott. Ubisoft präsentiert Keine Texturen und Assassin's Creed Unity. Elise? Nette Begrüßung. Man muss vorsichtig sein. Nach allem, was passierte. Elise, ich... War das deine Art, meinem Vater für seine Güte zu danken? Elise, bitte. Glaub nicht, dass ich schuld am Tod deines Vaters war. Er war nicht der Mann, für den du ihn hieltest. Auch mein Vater war das nicht. Ich weiß ganz genau, wer mein Vater war, Arno. Und auch wer deiner war. Ich denke, es war wohl unvermeidlich. Du, Assassine. Ich, Templerin. Du? Schockiert dich das? Mein Vater wollte immer, dass ich in seine Fußstapfen trete. Jetzt bleibt mir nur noch, ihn zu rächen. Ich schwöre dir, ich hatte mit seinem Tod nichts zu tun. Hattest du doch. Nein. Nein! Bei meinem Leben, ich schwöre dir, dass ich... Ist das... Ein Schreiben gerichtet an meinen Vater am Tag seiner Ermordung. Lies es. Großmeister de la Serre, ich erfuhr durch meine Agenten, dass ein Mitglied unseres Ordens eine Verschwörung gegen euch plant. Ich bitte euch, seid bei der Initiation heute Abend auf der Hut. Traut niemandem. Nicht mal euren allerbesten Freunden. Möge der Vater des Verstehens euch leiten. Al. Den Brief fand ich im Zimmer meines Vaters. Ungeöffnet. Ich wusste ja nicht. Mein Vater auch nicht. Woher hätte ich es wissen sollen? Bitte. Geh einfach. Aber ist es nicht gefährlich, so offen zur Schau zu tragen, dass man dem Templerorden angehört, mit den ganzen Templer-Verzierungen? Und wieder mal keine Texturen. Très bien. Sehr schön. Was um Himmels Willen soll das bedeuten? Finden wir es heraus.
Paris. Paris steht Ihnen nun offen. Sie können die Stadt erkunden oder die nächsten Einzelspielermissionen spielen, um Annos Geschichte weiter zu verfolgen. Eingekerkert. Sequenz 2, Änderung 1. La Brise de la Bastille. Was haben wir denn hier unten? Elise de la Serre. Datenbank öffnen. Haben wir denn was Neues? Sehr wahrscheinlich erfuhr sie damals auch eine ordentliche Prise Ausbildung, Indoktrination seitens der Templer. So eine Ausbildung an der französischen Riviera ist bestimmt was Schönes. Ich muss mich mit einer zügigen Hütte in Wolverhampton zufrieden geben, bei der das Dach liegt. Nach dem Tod ihres Vaters scheint sie aus der dokumentierten Geschichte zu verschwinden. Wahrscheinlich wegen der Bemühungen der Revolutionäre, sämtliche Aufzeichnungen des Adels zu vernichten oder die Templer versuchen, eine ihrer Regimewechsel zu vertuschen. So, was haben wir denn hier? Ich muss sagen, also mit der Steuerung, das ist wirklich sehr gewöhnungsbedürftig. So. Entschuldigung. Wen haben wir denn hier überhaupt? Wer bist du denn? Wer bist du? Der Kulter. Okay, sehr schwierig. Okay, nee. Okay, dann würde ich sagen, wir ignorieren jetzt erstmal die Assassinen-Symbole, weil wie gesagt, wir sind eigentlich, denke ich mal, noch zu schwach, um diese zu bestreiten. Was wir aber machen werden, ist einen Aussichtspunkt mitzunehmen. Dort, ganz dort oben. Ist es nicht, ist es Notre Dame? Aber auch schon, das ist Notre Dame de Paris. Oui, oui. Okay. Sollen wir schon hier hin? Wir ignorieren erstmal alles. Solange wir noch kein richtiger Assassine sind mit versteckter Klinge etc. Beziehungsweise solange wir noch nicht irgendwie das mitbekommen haben. Oh, warte mal, Moment. Symbol. Lass das, sonst helfe ich nach. Idiot. Ein sonderbar aussehendes Symbol, okay. Ich denke, mit der Assassinen-Ausrüstung haben wir da schon gute Karten. Das dann alles zu machen. Nein. No, 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 no. Geh hoch, bitte. Na, klar. Ist wirklich sehr schnell unterwegs, der gute Arno, Dorian. Kann ich hier hoch? Nee. Hm. Die Wasserspeier. Ich muss hier hoch, oder? Bestimmt von hier. Ah, okay. Ha. Nee. Also wirklich, die Steuerung ist ein kleines bisschen schwerfällig. Weil die Kamera, die bewegt sich so langsam mit. Und dann, ja. Wurde ich genau dort, wo ich nicht hin wollte. Sehr mutig. Diese Musik.
Kann noch was gucken? Nee, okay. Aber was haben wir denn hier? Oh. Ein Schreiben. Le Patriot 1789. Also das kann sich jetzt jeder gerne durchlesen. Muss dann nur auf, Pause drücken. Entschuldigung. Boah, so viele Männchen. Sie ist dort. Na gut, nee, das machen wir nicht. So. Wir haben auch wieder nur ganz viele Sachen zum Einsammeln. Ich würde vielleicht dorthin. Nochmal gucken. Ah, oh, muss hier hoch. Entschuldigung. Gut, die Drohne weitet einfach wieder im Off einsammeln. Ich glaube, das müsst ihr euch nicht mit antun. Oh. Was ist da hoch? Okay. Oh, haben wir eine kleine Truhe. Moment, aber die nehme ich auf jeden Fall mit. Wenn ich schon gleich hier in der Nähe ist. Ich weiß gar nicht, was kriegt man denn da überhaupt? Nix anscheinend. Wir haben auch eine Alarmglocke. Warum haben wir denn so viele Alarmglocken hier? Braucht doch kein Mensch. Aber die singen schön. In der Notre Dame. Ne? Also, schön. Bisschen ganz hoch, oder? Ja. Doch. Wie locker flockig der das macht, das ist schon ein bisschen, ja. Leben am Limit. Was war das jetzt nochmal? Muss ich das auch? Ach so, okay, Kompagnon-App. Gut, also werde ich das auch im Off einsammeln. Vielleicht hole ich mir doch da mal die Kompagnon-App runter. Also lade ich mir die mal runter. Hallo. Und würde sagen, dass wir vielleicht jetzt hier nochmal dieses Schreiben, das kann ich ja euch zeigen. Das mag vielleicht für den einen oder anderen interessant sein, aber diese Korken, die Drohnen und die habe ich vergessen, wie die werden. Diese Kompagnon-Punkte, die werde ich auf jeden Fall im Off einsammeln. Ah, die Steuerung ist wirklich. Wir das machen, genau. Dérisoire! Gazette! Journal de Paris 1789. Naja. Madame Tussauds. Oh. Achso, ich muss ja eh drücken. Entschuldigung. Ja. Gut, ich würde einfach mal sagen. Wir haben doch so viel. Was ist das überhaupt? Mysteriöse Mordfälle. Dann würden wir vielleicht in der nächsten Folge. Ich würde auf jeden Fall im Off das erstmal einsammeln, zumindest so gut wie es geht, weil einige. Ach, du Heilige. Oh. Weil einige Sachen. Können wir wahrscheinlich noch nicht machen. Was ist das überhaupt? Die Pont Rouge. Okay. Ja, dann werde ich das erstmal alles einsammeln. Das ist ja nicht allzu viel. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge vielleicht bei den ungeklärten Mordfällen wieder. Würde ich einfach mal gucken, ob wir das machen können. Wie gesagt, Schwierigkeit 1 und wir sind ja Level 1 von der Schwierigkeit her. Von daher denke ich mal, passt das. Dann gehen wir noch zum Aussichtspunkt. Dann würde ich dann die Erinnerung machen. Und dann würde ich, wie gesagt, im Off nochmal die ganzen Sachen zusammensammeln. Und ja, ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen und dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen werden.